Das ist Hund, genau. Aber, ja. Passage! Den können Sie sonst gerade hinten, links und sehr gut. Entschuldigung. Ja, weiter, komm da mal. Gut. Ah, und Sie sind der Herr. Inderbitzin. Ist das ein Wort oder drei? Das haben Sie mich schon dreimal gefragt. Ah, okay. Ah, da. Und ich bin der Herr Baumann, aber du kannst mir Benni sagen. Wir sind ja hier unter uns Handwerker. Hast du mir auch schon dreimal gesagt? Ja, dort wäre der Stromanschluss. Jawohl, genau. Sehr gut. Ah, du hast hier so einen. Der hat doch so einen geilen Namen. Bodenschleifmaschine? Genau, eine Bodenschleifmaschine. Ich bin übrigens sozusagen aufs euch poliert. Das heisst, ich kann mit allem zu mir kommen und ich koordiniere dann mit. Ah, Herr Baumann, gut, dass ich Sie gerade treffe. Oh, Kühlschrank wieder kaputt? Nein, nein, der neue ist ja super, tipptopp. Aber schau jetzt mal da. Ist der Cappuccino für mich? Das ist kein Cappuccino. Das ist nämlich kein Schokipulver. Ah ja, das Schokipulver haben Sie ja bei uns gelassen. Das ist Staub. Nein. Doch. Nein. Doch. Sie haben recht. Ja, sehen Sie? Es ist alles voll Staub, das ganze Haus. Sogar im Kleiderschrank. Und dann der Lärm den ganzen Tag. Am Abend bin ich am fix und fertig. Ja, das haben wir gemerkt. Herr Baumann, können Sie nicht etwas machen? Bitte. Ich rede mal mit meiner Frau. Ihre Frau? Was denkt sie, sind der Bauleiter? Das bin ich natürlich. Ja, also entscheide du nicht. Also? Wem läutet sie an? Hauseigentümer Verband Hauser? Pizzakurier. Mit dem Staubüberall können Sie ja nicht mehr kochen. Wollen Sie auch eine? Oh ja, gern. Siciliano. Ja, grüezi, da ist Baumann bei Bernasconi an der Lerchenstrasse 48. Ich würde gerne etwas bei Ihnen bestellen. Ja, also eine Information. Aber nur, wenn Sie sie mit frischen Pilz machen, sonst lieber ein Diavolo. Wir tun gerade umbauen und es gibt viel Staub und Lärm. Ich hoffe, Sie haben die Mieter im Voraus schriftlich informiert. Schriftlich im Voraus? Nein, das haben wir leider vergessen. Schriftlich? Im Voraus? Die sind ja lustig. Sollen doch ein bisschen flexibel sein. Was können Sie uns jetzt empfehlen? Also ich weiss, was Sie nehmen. Wenn Sie es gut haben mit den Mieten, dann können Sie Ihnen zum Beispiel eine Mietzinsreduktion während dem Umbau offerieren. Es kann aber auch sein, dass das Mieter von Ihnen verlangen. Und von wie vielen Franken reden wir da? Keine Angst. Ich habe genug da. Ich kann es vorschiessen. Das kommt natürlich ganz darauf an, wie stark ein Mieter vom Umbau beeinträchtigt ist. Wie lange geht der Umbau? Quattro Stagioni nicht gerade, eher so una Stagione. 3 Monate. Okay. Es kommt auf die genauen Umstände an. Lärm, Staub, Anzahl Bauarbeiter, Gerüste, Wasserunterbrüche etc. Je genauer Sie mir die Situation beschreiben, desto besser kann ich Ihnen Zahl geben. Okay. Und so konnte ich der HIV-Expertin die genauen Details durchgeben. Und sie hat mir empfohlen, dem Bernasconi 10-15% Mietzinsreduktion zu geben während dieser Zeit.
Ah, okay, also 10 bis 15, ja. Gut. Super. Brauchen Sie sonst noch etwas? Nein, das ist alles. Danke. Wiederhören. Auf Wiederhören. 10 bis 15 Minuten. Das ist perfekt. Der kommt in den dritten Stock rauf. Es ist jetzt dann etwa fast eine Stunde, die Pizza kuriert. Sagt einfach etwas, damit man zufrieden ist. Dann warten wir ewig. Vielleicht hätten wir es doch schriftlich im Voraus machen. Ich lüte sonst noch mal an. Und Sie sind der Herr. Gehen Sie um den Weg. Aus dem Weg. Ist das ein Wort oder drei? Wie sieht es mit Haustieren aus? Ich habe Schlangen. Keine giftigen. Würgeschlangen. Sie können doch nicht vorschreiben, aufzuräumen. Wir möchten Ihnen